Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und Entschuldigung, dass ich gerade lachen muss. Guckt unbedingt die Reaction von 16 Uhr an. Das ist so bescheuert. Ja, heute reagieren wir auf Pokémon Spassi Folge 19 und ja, ich bin gespannt. Ich will der beste Sklave sein, wie keiner vor Keiner mir vor mir war. war. Pau, 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 ganz allein hack ich sie mir. Die Steine aus diesem Berg. Aua! Oh, Alter, Au! peitsch mich, peitsch mich. Ja, nur noch drei Hiebe mehr und ich entwickle mich zu einem Supersklaven. Hä? Psst, Spaß! Das sage ich aber auch immer, ne? Immer drei Hiebe mehr, dann entwickle ich mich zum Turm von Pisa. Genau. Die Gründe kann ich euch nicht erklären, aber ist halt so. Die, komm schnell! Kampfhaustypi, bist du das? Keine Zeit für Erklärungen! Wow, keiner hat mir gesagt, dass Sklaven einen coolen unterirdischen Pausenraum haben. Hey, wartet mal, euch kenne ich doch! EV-Trainer? Professor Baum! Sind Sexy alle da? Baby! Und, ich Hallo? würde Und sagen, ich? Peter? Was macht ihr alle hier? Seit dem Bidi-Zeitalter vereinigte Rot alle Top-Pokémon-Experten dieser Welt zu einem wie. Wieso bin ich dann nie dabei? Ich hab doch Digimon-Karten. Finde ich jetzt ein bisschen schade, dass ich nie, ich bin da Experte drin. Finde schade, dass ich da nie dabei bin. Und ich habe auch Yu-Gi-Oh-Karten. Ich habe irgendwo sogar noch mein Deck. Mein Finsternis-Deck. Ne? Ich konnte, egal welche Karte ich ausspielen konnte, ich habe es dann immer geschafft, fast 5 Karten zu legen, weil ich nur Special Monster hatte und auch Feinkarten und Zauberkarten, die komplett auf mein eingebaut waren. Und dann habe ich ihn gelegt und dann bam. Und ich hatte ihn, wie hieß denn der? Was, das ist 15 Jahre her, ne? Ich hatte einen, es war ein Monster, wenn man den in die Verteidigung setzt oder in Angriff. Ist egal, aber der hatte halt nur 200 Angriff und 200 Def. Und den konnte man nur durch eine Feinkarte oder Zauberkarte vernichten. Und davon hatte ich 3 Stück. Das ist ziemlich asozial. Wenn man dann drei, und den konnte ich immer spezial beschwören. Und wenn ich den dreimal da hatte, ne? Widerstand. Und dann hat Bidice Dann alle konnte mich nicht getötet. angreifen. Wir sind übrig. Und jetzt brauchen wir dich. Natürlich, weil ich Erdnussbutter erschaffen habe, bin ich der Einzige, der ihn stoppen kann. Nein, checkst du's nicht, Basti? Das ist alles deine Schuld. Wir brauchen dich, um dich selbst zu stoppen. Ich übergebe an unseren besten und einzigen Wissenschaftler. Es geht. Alles Schlechte, was jemals jedem passiert ist, war deine Schuld. Wir haben die Alga gefangen und seine Energie angezapft, um eine Zeitmaschine zu bauen. Und wir schicken dich zurück zu dem Tag, an dem du mir An ein dem du Sandwich geboren gabst. wurdest. Wir alle wissen, dass du auf niemanden hörst, außer dich selbst. Weswegen wir dich brauchen, um dich selbst in der Vergangenheit davon zu überzeugen, für immer im Feinkostladen zu arbeiten. Das ist der einzige Weg, um das perfekte Bidiza zu stoppen. Cool, ich bin voll bei euch. Bis auf die Sache mit dem Feinkostladen. Was können wir sonst machen? Also, wenn meine Berechnungen stimmen, dann sollte nur einer von euch beiden sterben. Das bräuchte ich auch mal, muss ich ganz ehrlich sagen, so eine Zeitmaschine, da würde ich zu meiner Geburt zurückgehen, mich dann selber rausholen, ne? Also mitten bei der Geburt würde ich dann und mich dann selber gegen den Schrank kloppen. Und das war's, also ich würde mich selber nicht töten, aber einfach nur gegen den Schrank kloppen. Das wollte ich schon immer mal mit mir selber machen. Einfach so. Du lieferst jetzt dieses Hühnersandwich zum Professor und dann ab in die Schule. Einfach nur die Straße runter und Ich dann. weiß, Mom, es ist das einzige andere Haus in der Stadt. Gott. Ich will der Allerbeste sein. Spasti, ich bin's, Spasti aus der Zukunft. Wow, werde ich mal ein großer Pokémon-Trainer? Ja, absolut. So gut, dass ich den Auftrag habe, die Welt zu retten. Geil, kann ich helfen? Jupp, du musst Sandwiches verkaufen, bis du stirbst. Und das macht mich zu einem tollen Trainer? Vertrau mir. Ich bin wir. Ich mach die besten Sandwiches, wie Der keiner vor mir. ganzen Welt. Ich hab's geschafft und jetzt bringe ich das Sandwich zu Professor Baum.
Weswegen wir dich brauchen, um dich selbst in der Vergangenheit davon zu überzeugen, für immer im Feinkostler... Oh ja, das habe ich schon gemacht. Ach, hat er gut funktioniert. Was? Wann? Letztes Mal. Warte mal. Du bist der Spasti, den wir bereits zurückgeschickt haben? Warum sind wir dann immer noch gefickt? Oh, ich meine, irgendwer muss ja der weltbeste Pokémon-Trainer werden. Du hast ernsthaft alles nochmal so gemacht? Und wenn ich es nochmal tun könnte, würde ich es nochmal tun. Warte. Wenn es noch einen Spasti gibt, der im Feinkostladen arbeitet, würde das nicht heißen, dass dein Dad dir niemals hinterhergefahren wäre, um diesen Relaxo-Unfall zu bauen? Ich meine, das ist schon ziemlich lächerlich für eine Serie. Oh Gott, er hat uns. Wir werden alle sterben. Wir werden verfickt nochmal sterben. Nicht auf Spastis Uhr. Es ist an der Zeit für mich, endlich mein Schicksal zu erfüllen. Oh, mal gucken, ob das Spasti schafft, ne? Ach komm schon, ich hab B gedrückt gehalten. Stimmt doch gar nicht, Mann. Das ist ja gelogen, echt? Oh, schon vorbei? Mann! Ach ey, immer wenn das so mega interessant wird, ey. Ja, war wieder sehr cool. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich muss eine Zeitmaschine bauen. Mich einfach gegen den Schrank zu werfen und ja. Also ich muss jetzt in meinen Keller, ne? Mein Arbeitskeller oder Hobbykeller. Warum da die Peitschen und sowas hängen, das ist keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ich habe sie da nicht hingehangen. Die hangen da schon. Wenn mir jemand eine Frage stellt, die hangen da schon. Ja, und damit sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.